guck mal, ihr unterhaltet euch schon. Das ist doch schön. Tachchen, Tachchen, ihr Lieben. Es ist nicht strikt mit Kids Freitag, es ist Livestream-Montag. Geht's euch gut? Guck mal, 17 Leute. Naja, immerhin, ne? Es ist halt Ostermontag. Bei uns stürmt's. Genau wie bei Rebecca. Geht's euch gut? Könnt ihr mich hören? Ich sehe nichts. Schreibt mal einer Hallo, damit ich sehen kann, ob ihr mich seht und hört. Da. Ha! Hi Rebecca! Da sind wir wieder, ne? Wir zwei Hübschen. Ihr müsst nämlich wissen, ihr Lieben, Rebecca und ich, wir hatten heute schon ein Meeting, ein Corona-Meeting in Entfernung. Per Skype. Hallo Bettina, hallo Iris. Hallo, hallo. Guck mal. Hallo Heike. Habt ihr gerade geschrieben, glaube ich. Habe ich dir gerade geschrieben, Heike? Ich glaube ja, ne? Oder nicht? Ach, keine Ahnung. So. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden und habt nicht 20 Kilo zugenommen. Obwohl in der Corona-Zeit, bei mir schlägt's an. Bei mir ist, glaube ich, ja, moin, moin, richtig. Ne? Wir bringen es auf moin, reicht eigentlich. Oh, ich weiß auch nicht. Je älter man wird, desto schneller wird man noch fetter. Ne? Oh, es ist so früh. Sagt der Mann heute zu mir, ob ich ein Doppelkinn hier ausarbeite. Ich so, das hatte ich aber, glaube ich, schon länger. Naja, schön, Menschen kann nichts entstellen. Ich muss sagen, die Kameraeinstellung ist ganz gut, ne? Irgendwie in letzter Zeit mit der richtigen Kamera, ich mache ja hier mit dem Handy, ich sitze da immer halb unten im Bild, ich falle immer bald raus. Ja, hallo Gela, ja, kurz, kurz und lang. Alles gut. Wie charmant. Warum, Rebecca? Ich bin immer charmant, von morgens bis abends. Oh, so, ihr Lieben. Ja, mir ist kalt übrigens. Ach, siehst du, ich wollte euch das noch mitbringen, weil ich komme gerade aus der Schule übrigens. Wir mussten Schule spielen. Es war Kunstunterricht. Wegen Lutz. Ach so, ja. Männer, wie man sie kennt, ne? Aber er sagt, er mag mich trotzdem. Naja, hat er jetzt wieder ein bisschen rausgerissen. Ja. Ja, Schule. Ach, siehst du, ich wollte euch noch mein Kunstprojekt zeigen. Ja, jetzt ist es weg. Eine 2 Minus habe ich gekriegt. Eine Frechheit, ne? Das war super, mein Kunstprojekt. Ich verstehe das gar nicht. Oh, Leute, ey. Ach, ja, heute ist wirklich kalt. Heute ist kalt. Ja, die Tulpen, ne? Auch Rebecca sind immer noch deine. Ja, richtig. Richtig. Heidi. Wollt ihr wirklich Heidi sehen? Dann muss sie nächstes Mal mit. Die Kinder haben sich schon beschwert, dass ich sie nicht mitbringe. Ja, nächstes Mal kommt Heidi dann mit. Wenn ihr sie unbedingt sehen wollt. Die wird sich freuen. Wie heißt die Gruppe bei Reverie? Strick mit Kick. Hier ist Name Programm, Freunde. Oh, da gibt da. Oh, Großes wird auf euch. Oh, da. Großes wird auf euch zukommen. Wir hatten ja heute. Was hatten wir für ein Meeting, Rebecca? Wie nennen wir es denn? Hallo, Frau Heiter, bis Wollig. Hallo. Ja, ein Mitarbeiter-Meeting hatten wir. Also. Bitte, bei euch hat es geschneit? Wo wohnst du denn? Bei uns im Norden nicht. Komm lieber her. Wir waren sogar spazieren heute. Anne, geht's dir besser? Ja. Ach, es ist ein Auf, ein Ab. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe Entscheidungen getroffen. Und das ist, glaube ich, gut. Darum, der Livestream letzte Woche war richtig gut, Leute. Ich habe die ganze Woche, ihr werdet es nicht glauben. Und das sind wieder so die Momente, wo man denkt, wie ist das eigentlich alles mal passiert? Ich glaube, das ist gerade wieder so eine Zeit, wo man dann irgendwann denkt, so, wann hat denn das eigentlich angefangen? Aber ihr wart live mit dabei. Imperiumplanung, genau. Ja. Und Rebecca weiß noch gar nicht, was ich noch alles... Die weiß nur die Hälfte. Die weiß nur das, wo sie heute mit dabei war. Ach, Schnee, bei uns hat es nicht... Bei uns, ach, Schnee, nee. Habe ich das mal erzählt? Letztes Jahr hat es... War das letztes... Nee, war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Naja, ich will nicht lügen. Da hat es geschneit gehabt. Und da war der Schnee sogar liegen geblieben. Und dann habe ich gesagt, okay, Kinders, ich hole euch früher ab.
Und dann gehen wir rodeln. Ja, du findest mal hier im Norden, hier bei uns, irgendwie Berge, so, wo man mal schnell hin kann. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich meine, man kommt. Ja, Rebecca, zu Recht. Zu Recht hast du so einen Gesichtsausdruck. Ich erzähle euch gleich. Und dann sind wir hier um die Ecke gegangen beim Spielplatz, da ist so ein bisschen Gefälle, ne? Und dann sind wir los mit den Schlitten, ne? So. Und dann sage ich so, jetzt könnt ihr rodeln, ne? Und dann sagt Kind 2 zu mir, ja, wie geht denn das? Und ich so, willst du mich veräppeln oder was? Und dann habe ich gedacht, nee, die hat noch nie wirklich Schnee mitgemacht, also mit Rodeln, ne? Muss sie erst mal zeigen, wie man rodelt. Mit, naja, wie, also 6, älter war sie nicht, 6 oder 7. Also jetzt ist sie 8, also 6 oder 7. Witz, naja, witzig, keine Ahnung, ne? Aber die wusste überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollte. Ja. Ja, Leute, also was soll ich euch sagen? Ich kann ja erstmal euch kurz sagen, wie es mit dem Tuch weitergeht. Also ich habe ein bisschen gestrickt mit unserem Livestream, ne? Es wird Livestream heißen, das Tuch. Von gestern 16 Grad. Oh, ey, also nicht nur die Welt spielt verrückt, das Wetter auch, ne? Gab es das früher, dass das wirklich so viel Grad Unterschied war? Ne, man wird ja verrückt. Oh Gott, so, also Leute, wir sind so weit. Wir haben ja erstmal kraus rechts gestrickt und dann haben wir 2 Reihen glatt rechts, 2 Reihen kraus rechts gestrickt. Und ich weiß nicht, wie weit ihr gekommen seid. Ich, wie ihr seht, nicht so weit. So, aber dritte Woche Corona-Livestream. Ja, 12 Grad hieß das auch. Also, wenn der Wind nicht wäre, wäre es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Aber egal, so, ich komme schon wieder ab. So, wie geht's jetzt weiter? Und zwar habe ich das Kind befragt. Und ich hätte jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen kraus rechts. Das streckt sich einfach einfacher, schneller weg. Da musst du nicht so eine lange links reinstricken. Oder wir stricken kraus rechts mit Löchern drin. Was meint ihr? Schreibt mal rein, worauf ihr Bock habt. Ob kraus rechts mit Löchern oder nur kraus rechts erstmal ein bisschen. Ich wäre ja für nur kraus rechts ein bisschen. Aber sagt mal, was ihr meint. So. Und dann könnt ihr mal stricken. Ich glaube, ich komme hier wieder nebenbei nicht zum Stricken. Und für alle, die jetzt erst dazukommen, wir haben ja immer in der Hinreihe außen jeweils eine Masche zugenommen und in der Mitte links und rechts vom Maschenmarkierer auch eine und die Rückreihe wird ohne Zunahmen gestrickt. Manche, die stricken auch, irgendwer hatte mir doch eine WhatsApp-Nachricht geschickt, die auch in der Rückreihe hier außen zunehmen, weil die das schmaler haben wollen. Aber ich möchte das nicht schmaler haben, weil ich möchte mit Löchern. Oh. Okay. Oh, bah, wollt ihr echt alle mit Löchern? Oh. Okay, machen wir mit Löchern. Wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Warte, lass mal gucken. Immer die 6. und 7. Masche zusammenstricken. Warte mal, nee, warte mal. Wie machen wir denn das? Irgendwelche Vor. Oh, ey, echt mit Löchern? Oh, Leute, ich wollte entspannt mal stricken. Mit Löchern muss ich wieder aufpassen. Warte mal. Wir stricken 5 Maschen. 2, 4, 5. Ist das gut vom Abstand? Mit dem Loch? Ja, ich glaube ja. Also wir stricken 5 Maschen. Dann stricken wir 2 zusammen. Machen 2 Umschläge. Und oder hier zwei Maschen wieder auf die Nadel und dann stricken wir nochmal 2 zusammen, allerdings überzogen. Und dann wieder 5 Maschen stricken und der Spaß beginnt von vorn. Ja, wir können auch nur einen Umschlag machen, aber dann wird das Loch so klein, oder? Ja, dann macht doch das Kaffeebohnenmuster. Heike, finde ich gut. Was, ich habe es nicht gelesen. Was findet ihr gut? Hä? Ich war mit mir beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, mit mich beschäftigt. Siehst du, geht schon los, ne? Also die Corona-Zeit ist auch nicht gut fürs Hirn. Also macht irgendwelche Löcher. Macht doch, was ihr wollt. Ja, genau, Angeli. Du mach mal deine Kaffeebohnen und wir machen irgendwelche Löcher. Macht mal, wie ihr denkt. Ist ja sowieso frei Schnauze. Also wir machen jetzt Löcher. Kraus rechts mit Löchern. Finde ich auch gut. Hauptsache kraus rechts. Und dann irgendwie alle paar Reihen wieder wiederholen die Löcher. Ja, finde ich gut. Also ich fange nachher an damit. Umschlag und 2 zusammenstricken. Ja, meinetwegen. Also nur ein kleines Loch. Ja, dann machen wir kleine Löcher. Alles klar, machen wir. Was ist mit Heidi? Ja, wer stellt denn hier schon wieder diese. Wer hat denn hier zu spät eingeschaltet? Irgendwie entweder das Kind oder der Mann. Eins der Kinder, glaube ich. So, warte, wo ist mein Taschentuch? Ich habe kein Taschentuch, Leute. Oder? Doch, habe ich. Ach, Mutti hat. Ich hatte hier immer so eine Taschentuchbox stehen, aber Kind 1, nee, Kind 2 war out of Taschentüchern.
Und da habe ich eine Taschentuchbox geschmissen. So. So, ich bin eine gute Mutter, ne? Ja, ja, ja. Sagt mal alle ja. So, Freunde. Dann strickt mal, Löcher. So. Was soll ich euch erzählen? Ich habe ja angefangen, Muster. Kraus rechts mit Löchern. Mach die Löcher, wie du möchtest. Hier, die meisten stricken jetzt einen Umschlag, zwei zusammen. So, also Freunde, ich habe euch ja erzählt gerade, dass ja die letzte Woche mit euch echt inspirierend war. Ne? Also wir sollten öfter mal so einen Livestream machen. Oh mein Gott, die Kinder haben deinen Account gekauft. Was? Du musst einschreiten. Mann, los. Oh Gott, ey, da unten, da, also wie ihr seht, bin ich nicht da, läuft alles aus dem Ruder da unten. So, also, letzte Woche. Ich bin ja so in Fahrt gekommen mit dem Imperium, ne? Hallo, Lieselotte. Ja. Und dann habe ich gesucht. Es war so schwer zu finden. Ich weiß, es war schon mal schwer zu finden. Ich habe euch ja von dem Haus erzählt. Ich habe euch ja immer von dieser, habe ich euch von der Villa erzählt, ne? Das wird dem gar nicht gerecht. Also, ich habe dann irgendwann dieses Haus gefunden und habe Rebecca das geschickt, habe gesagt, pass mal auf, Rebecca, das meine ich. So. Und dann meinte sie, das ist ja gar keine Villa. Das ist ja schon, ja, stimmt. Es ist gar keine Villa. Wo ich euch ja sagte, wo ich mir das so schön vorstellen könnte. Ne? Ich habe jetzt, Gott sei Dank habe ich einen Screenshot gemacht. Ich finde es nämlich nicht mehr im Internet. Und es ist auch raus, weil nur noch die untere Etage zu kaufen wäre. Aber ich habe euch das jetzt mal abfotografiert. So. So sah das aus, was ich jetzt eigentlich im Auge hatte für uns. Ja. Guck mal. Und die untere Etage hätte nur noch 459.000 Euro gekostet. In der oberen Etage hat man auch Seeblick, in der unteren nicht so. Ja. Ja, hallo Helga. So. Also Freunde, das ist raus. Weil, wenn das oben schon verkauft ist, also vor noch nicht ganz so langer Zeit war, das ganze Haus zu verkaufen. Aber wenn das oben jetzt schon verkauft ist an irgendeinen Millionär, ist fast ein Schloss. Ja, natürlich. Unter dem machen wir es halt nicht, Leute. Also wenn schon, dann richtig. Leute, Strick mit Kick. Imperium, ne? Imperium geht nicht hier mit so einem kleinen Tiny House. Imperium ist... Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, nee, das bringt nur Ärger. Ich habe nämlich eine Bekannte, die hat... Ja, geil, ne? Oh, Frau Helder, bist voll. Das ist so cool, ne? Aber ich weiß von jemandem, die arbeitet im Pflegedienst, also hat jetzt gar nichts so damit zu tun. Nee, da wollen wir das Ganze aus. Genau, richtig. Und die sagt, boah, du musst so gucken. Die haben zum Beispiel ein Büro gehabt, wo oben, waren da, ich weiß gar nicht, ob das auch Gewerbeimmobilien, also Gewerbe war oder, ja, erzähle ich dir gleich, Femke. Woldi wird es auch nicht. Wahrscheinlich. Und die beschweren sich dann immer, wenn die draußen stehen und rauchen. Gut, ich rauche nicht, die Gefahr würde nicht bestehen. Aber Freunde, ich habe ja Großes vor, ne? Und ich glaube, wenn da oben so ein Millionär wohnt mit Seeblick, hast du nicht gesehen, und ich fange da unten an hier mit meinem Imperium, ich glaube, dann gibt es Tote da. Also da habe ich keinen Bock drauf. Also von daher wird es das nicht werden. Paukerin, das ist eine liebe Idee. Ein liebes Hallo. Ja, so. Also, das fällt flach, Freunde. Das hatte ich dann gesehen, habe gesagt, verdammt. Ja, Leute, so geht's. Wir machen jetzt Crowdfunding. Ich mache jetzt so ein Crowdfunding auf und dann. So, pass auf. So, ich hatte das gesehen, hatte Rebecca das geschickt, hatte dann eben in diesem Zuge mitbekommen, dass nur noch die untere Etage da ist, habe gedacht, nee, das reicht mir nicht. Und, Volvo, ja, Leute, habe ich ja auch schon drüber nachgedacht. Wir waren schon dabei, mit Freunden einen Ups-Wagen irgendwie zu organisieren aus Schweden. Leute, was wir hier schon alles gemacht haben, ihr glaubt es nicht. Aber, nee, also ich, ja, also ein Wollmobil und so, ja, aber nee. Nee. War auch meine Idee, aber das ist es nicht. Und so, also bin ich dann losgestiefelt zum alten Aldi, ne? Nee, ja, aber habe ich doch keine Zeit, das geht nicht. Also das funktioniert nicht mit dem Wollmobil. Nein, durch die Städte, ich habe noch zwei kleine Kinder, das geht alles nicht, Leute, wir müssen das anders machen. So, und dann bin ich mit den Kindern, auch noch wieder Dramen spielten sich ab, ne, die Kinder zu bewegen, mal zum Postkasten, zum Briefkasten zu gehen. Ne? Ich sage so, dann gehen wir nochmal den alten Aldi angucken. Nein, da müssen wir so lange laufen. Boah, ich gedacht, ne, boah, links und rechts. Ne? So, ich sage, jetzt kommt ihr mit. Und dann sind wir losgestiefelt
Und dann haben wir noch Steine, bemalte Steine zum Verschenken, zum Mitnehmen haben wir gesehen. Und ja, richtig, zu klein, richtig, das Schloss wäre es gewesen. Und und dann haben wir, und dann sind wir, ich sag so, wir gehen jetzt noch zum Supermarkt, wir brauchen noch Sahne und so. Und dann sind wir eine Straße lang, da standen Kisten draußen mit Büchern. Bücher, damit kriegt man nicht an, ne? Und auf jeden Fall, Freunde, wenn es das Schloss da nicht wird und auch der alte Aldi nicht, aber ich sag euch was, also mein Plan ist ja auf jeden Fall mit Kaffee drin, ne? So, weil auch hier in Ratzeburg kannst du auch nirgendwo Kaffee trinken, kann ich euch sagen, ne? Und ja, ein Strickhotel. Oh, Leute, ihr seid so gut, ihr seid so gut. Und, ja, ja, nee, das gehört der Kirche. Ich glaube nicht, dass die mir das verkaufen. Und dann ist das hier Weltkulturerbe. Wer soll das alles bezahlen? Hier noch, wenn was heile gemacht werden muss. Nee, Freunde, so nicht. Aber Freunde, ich habe schon mal gefunden für unser Imperium. Ne, das hat dann ja auch einen Kaffee, wo man auch nicht Kaffee trinken kann und Kuchen und so, ne? Zack, hier, Freunde. Oh, ist das spiegelverkehrt? Das ist natürlich doof, ne? Oder könnt ihr das jetzt gerade sehen? Tortenschlemmereien. Habe ich uns schon mal mitgenommen. Also, es gibt hier die Ostufertorte. Natürlich alles so mit einem leichten Hauch Sahne. Hallo, Tanja. Apfeltorte. Ach, das ist schon wieder zu gesund. Also, hier sowas haben wir drinnen, ne? Also, hier waren schon so Sauerkirsch-Baiser-Torte. Sowas. Schokoladen-Joghurt-Torte. Joghurt, gucke, Joghurt macht nicht dick. Zack. Sowas gibt es dann demnächst. Also, das ist schon mal gerettet. Leute, Essen gibt es schon mal bei uns. So, also wir sind dann zum alten Aldi gestiefelt. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Also ich muss sowieso sagen, im einen Teil des Aldis, das war mir schon bewusst, ist noch ein Getränkemarkt. So, okay, der soll da auch bleiben. Und ja. Und dann daneben ist dann das, da war früher mal so ein Fleischer und so ein Bäcker haben sich das irgendwie geteilt. So, oh Gott, Leute, das glaubt ihr nicht. Die haben da so blöd Wände eingezogen. Das sind nur spitze Winkel. Also und vorne ist so eine Fensterfront und dann gehen da schon mal spitze Winkel weg, wo du irgendwie, also irgendwie, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter überhaupt nichts machen kannst. So, ich steuere Ellie Kirkung bei. Super. Siehst du, läuft, Freunde. Wir machen ein Gemeinschaftsprojekt. Ihr seid alle Teilhaber. Ihr kauft euch alle ein. Genau. Ich gehe an die Aktie. Ihr kriegt Aktien. Kauft Aktien und dann machen wir das Imperium. Und dann sind wir dahin. Und wie gesagt, nur schräg, nur schräg. Und dann, wenn man denkt, ja, aber warte, ich muss mir das aufschreiben. Strickhotel. Warte. Voll cool. Was nehme ich denn? Ich kann mir doch eine Villa kaufen, dann kommt ihr alle. Und dann, wenn man denkt, so, jetzt wäre mal Zeit, eine gerade Wand und wo man was machen kann. Nee, da sind diese schrägen Wände zu Ende und dann geht so ein Gang ewig lang zum Klo. Und das ist dunkel wie im Pferdepo da drin. Ja, habe ich gesagt, was ist das denn? Also das ist irgendwie, hallo Barbara, das ist nix. Also das war dann irgendwie so ein Teil, das war auch nur so ein kleiner Teil und dann war daneben auch noch, da konnte man aber nicht reingucken, da hatten die irgendwie abgehängt. Eine Genossenschaft, ja irgendwie, ne? Ich muss mal drüber nachdenken, Leute, das muss doch irgendwie zu machen sein. Auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, man kann ja so eine Wende auch wieder einreißen oder so, ne? Aber ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also die Decken waren relativ tief und es war da echt dunkel drin, ne? Ja. Also so richtig gekickt hat es uns alle nicht. Sogar die Kinder waren nachher so ein bisschen Feuer und Fett, ne? Also das einzig Gute, besser als Aktiengesellschaft. Ah ja, Rebecca. Genau, wir müssen mal drüber reden. Du kennst dich ja aus. Ja, Aktiengesellschaft. Ja, ich weiß. Ja, Genossenschaft. Leute, das wird ein Spaß. Aber so ein Strickhotel ist auch geil, oh, ne? Leute. Aber ich bin ja schon jetzt mit dem Mann alles Mögliche durchgegangen, ne? Also dann ist es ja mit mir durchgegangen. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss ja irgendwie gehen, ne? Weil ich muss auch sagen, es muss sich was tun, weil geht das nicht mehr. Leute, also das, also vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt, ne? Also es ist wirklich Wahnsinn und ich schaffe es. Nein, ich bin noch dabei. Hallo Kiwi. Also ich muss expandieren. Also es führt wirklich kein Weg dran vorbei. Und wenn ich mir meine Zahlen so angucke, also Freunde, ich bin kein Millionär. Also ich, nein, alles gut. Aber es wäre jetzt drin, also ich werde noch mal so die nächsten 2 Monate gucken, weil das dauert ja auch, bis das alles so funktioniert, ne, und bis das alles durch ist.
Auch wie das ist im Sommer, ne? Ob die Leute wirklich dann Wolle kaufen oder ob es dann da so diese Flaute gibt und so, muss ich gucken. Aber ihr seid ja eigentlich cool drauf. Ne, ihr strickt ja eigentlich das ganze Jahr durch, wie ich auch. Also ich weiß, ich finde, Sommer ist kein Grund, nicht zu stricken, ne? Verstehe ich nicht. So, und dann, darum muss ich expandieren. Und dann bin ich nämlich, habe ich gegoogelt, Ratzeburg ist nicht wirklich groß und die Innenstadt ist nicht wirklich schön. Wir haben zwar viele Seen, wir haben ein paar schöne Ecken, aber die Innenstadt ist so geil, ne? Ich war mal im Zeitungsladen, also sowas haben wir schon, so einen kleinen Zeitungsladen, wo drei Leute reinpassen. Und dann kamen welche rein und fragten, wo hier die Innenstadt ist. Und wir, oh, sie sind mittendrin. Ach so, ja. Und ja, und dann kam mal einer und sagte, wo kann man denn hier Kaffee trinken, außer bei einem Bäcker? Und wir, ja, das ist schlecht. Also Bäcker oder pff, sie müssen sich irgendwie, keine Ahnung, an der Tankstelle einholen. Hallo Regina, ach, das ist ja lieb. Ja, genau, Socken, ich sag, ja, finde ich auch. Obwohl Sockengarn geht bei mir gar nicht so gut. Weiß gar nicht, Socken, weiß ich nicht, strickt ihr gar nicht so, ne? Also von daher, das ist nicht so wahnsinnig doll und es ist eben auch nicht wahnsinnig groß und die Möglichkeiten sind nicht so wahnsinnig toll. Also es gibt zum Beispiel auch, ich weiß, es hat hier so eine Kreativbar aufgemacht, was ich ja auch damals mal überlegt hatte, aber alleine schafft man das irgendwie alles nicht und dann noch mit zwei kleinen Kindern und so. Da hatte ich es verworfen, jetzt haben es andere gemacht, so eine kleine, nennt sich das. Und mit der habe ich gesprochen, weil wir zusammen im Kindergarten waren, also die Kinder. Und die sagte, die meisten Läden da, so die so vakant sind, die haben keine Heizung. Da musst du mit Strom heizen. Ja, na schönen Dank, auch bestimmt nicht, ne? Und die Läden sind auch zu klein. So, nun bin ich am Samstag. Ich habe nämlich gegoogelt, wo was frei ist. Und dann war so ein Laden, wo ich dachte, ja, das könnte klappen. Stimmt, der ist leer. Und dann bin ich gleich noch losgefahren und habe mal ein Schaufenster geguckt. Allerdings ist da eine Fahrschule zur Hälfte drin. Hallo? Na, die müsste dann raus. Und das wäre cool. Da hat man hinten sogar, wenn man durchgeht, Seeblick. Man kann zwar nicht draußen sitzen, aber es sind auf. Also, da, ihr merkt, ich fange schon an zu sabbern, ne? Es ist auf jeden Fall groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Und das ist aber auch so gestaltet, da. Das ist abtrennbar auch so ein bisschen. Da habe ich nämlich auch schon überlegt, ob ich die Machbar dann frage, ob die dann einfach da in den rechten Teil gehen. Das wäre. Könnte sogar sein, dass das ein bisschen größer ist als das, wo die jetzt drin sind. Und ich den linken Teil nehme, würde ja thematisch alles zusammenpassen und wir würden uns nicht ins Gehege kommen, ne? Ja, aber die Fahrschule stört mich. Den muss ich erstmal anschreiben. Was das ist mit der Fahrschule. Weil im Internet steht ja nicht drin. Also ist das Foto ohne Fahrschule. Also da muss ich mal gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das nicht, was dann? Und dann habe ich noch weiter gegoogelt. Und dann war noch irgendwie in der dritten Etage von unserem Einkaufsparadies hier, von unserem Modezentrum. Ja. Und ja, aber wir fährten, also die Leute, da findet ihr mich ja überhaupt nicht, oben in der dritten Etage unter dem Dach und dann sind das irgendwie lauter Büroräume, so abgetrennte Büroräume und so. Und also man muss auch sehen, das muss ja auch budgetmäßig passen. Ne? Also so einen Laden vollkriegen, als ich nach Silberstedt gefahren bin, dachte ich, ich bin voll vorbereitet, ne? Und dann habe ich meine Wand da vollgepackt und habe gedacht, scheiße, deine Kisten sind leer. Boah, da habe ich erstmal ein bisschen AP gekriegt. Ich habe gedacht, hoffentlich kauft am Samstag keiner, dass am Sonntag noch was da ist. Aber das war mein erstes Vollfest. Keine Ahnung, ne? Man denkt, man hat so wahnsinnig viel gefärbt. Das ist dann gar nicht so viel. Also du musst den Laden dann ja auch voll kriegen. Ich weiß nicht, ob ich... Laufkundschaft in Ratzeburg? Der war gut. Nein. Hallo Dresden. Nee. Ja, wäre schon besser. Ja, aber so viel gelaufen ist hier in Ratzeburg nicht. Obwohl, es kommen schon einige und so. Aber weiß ich nicht. Ja, es wäre natürlich besser, wenn man nicht irgendwo am Arsch der Heide ist, ne? Das ist schon richtig so. Auf jeden Fall, ja. Also ist das möglich? Oh, und dann haben wir überlegt und überlegt und überlegt. Und dann habe ich nochmal irgendwie gegoogelt. Ich weiß gar nicht, was ich diesmal eingegeben habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mehr Läden gefunden. Allerdings ist der eine echt klein. Also der eine ist schön, der ist schön hell, aber der hat halt nur 80 Quadratmeter. Und das hilft mir, glaube ich, nicht. Also grundsätzlich für Wolle, okay. Mein Plan ist ja aber auch, dass ich das dann alles auslagern will, dass dann auch da gefärbt wird und so und das nicht zu Hause von der Küste weg. Stunde von der Küste weg.
So, aber nach Ratzeburg, ja, es kennen ganz viele Ratzeburg wegen Eispelz, obwohl das Eis ist nicht so toll, muss ich sagen. Es ist Eis. Also, aber früher muss es mal besser gewesen sein, weil alle auf Eispelz schwören, der das beste Eis hat. Ja, da unten, wo Eispelz ist, da ist auch eine Lokalität, die eigentlich cool ist, aber zu klein, vermute ich. Die ist direkt am See. Richtig cool, da wo auch der Anlegsdampfer, hier der Schiffsdampfer und so fährt, ja. An der Küste einladen? Nein. Nee, also momentan ist es so, wenn Imperium, dann hier in Ratzeburg, weil ich schaffe das mit den Kindern nicht irgendwie, dass ich dann jeden Tag hin und her fahre. Also selbst Lübeck, wo man so in einer halben Stunde ist, wenn man gut durchkommt und so, aber das weiß ich nicht, will ich nicht. Also so in Ratzeburg können die Kinder immer dann noch irgendwie zu mir zustoßen, aber hier ist sonst keiner. Und von daher, das Imperium wird erstmal in Ratzeburg stationiert. Es kann sein, dass es irgendwann wandert oder dass es Filialen oder hier kommen wir machen Merchandise. Nee, nee, Franchise. ja. Ja, also dass ich das dann alles auslagere, auch mit dem Färben und so weiter, und dann brauche ich da halt schon ein bisschen Quadratmeter. Und wenn man dann auch noch will, dass man da Kaffee trinken kann, dann muss man das ja auch noch voneinander abgrenzen. Du kannst ja nicht da Kaffee kochen, wo du da locker flockig färbst, ne? Weltweit, ja, natürlich. Richtig, denken Sie groß. Rebecca, ja. Ne? Darum habe ich dich in meinem Team. Ja. Irgendwie so, ne? Also so ein Strickhotel und so wäre schon cool. Ja, das wäre gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind so die 80 Quadratmeter oder 70 Quadratmeter nicht so dolle. Aber ich habe heute gesehen, das Fitnessstudio hat es bei uns nicht geschafft. Also, ja, Universum, stimmt. Ich muss mal wieder ein bisschen schnacken mit dem Universum. Bis jetzt läuft es ganz gut, ne? Das Fitnessstudio, ja, mein Gott, wer braucht schon ein Fitnessstudio, ne? Und das ist relativ groß. Das ist gut. Das ist auch in der Nähe vom See. Es ist praktisch am See. Ich muss mal den Mann fragen, der war früher da. Ich bin ja nicht so ein Fitnessstudio-Mensch. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber das ist nicht so meins. Und ich. Doch, doch, man kann den See sehen. Ich weiß, er hat die Ratten laufen sehen. Beim Kapitänshaus nebenan. Nein, kann ich nicht. Nein, unser Grundstück ist klein. Also wir haben ja auch möglicherweise noch, wir haben ja noch ein anderes Haus, aber das ist noch besetzt. Und das ist aber auch zu klein. Habe ich ja. Leute, es ist ja nicht so, dass ich nicht drüber nachdenke, ne? Und das wäre jetzt eigentlich auch eigentlich mein Plan gewesen, dass ich warte, bis das frei ist. Aber ich habe auch noch mal mit dem Mann gesprochen. Das wird zu klein. Also da kannst du nicht groß, also dann passt ein Tisch mit 4 Stühlen da rein, zum Beispiel zum Kaffee trinken. Das ist nicht so wirklich cool. Also das ist nicht so, das ist nicht das, was ich anstrebe, sag ich mal so. Also von daher, ich muss mal gucken, Corona ist natürlich ein bisschen scheiße, aber Motten sind schlimmer, ja, da hast du wohl recht. Oh, hör mir auf, du. Im Wohnzimmer flattert schon wieder eine. Oh, ich könnte schon wieder am Strahlen. Ne? Ich habe schon wieder lauter Motten-Tötolin da aufgestellt. Aber das ist, die hängen bei uns in den Hecken. Oh, wir haben so viele Hecken um uns rum. Ich weiß nicht, ne? Sind da die Motten drin? Kann man da irgendwas machen? Das nervt mich. Also, wie gesagt, alles gut. Ich habe die Wolle ja immer gut verpackt. Aber darum, ich hätte so gerne offene Schränke, also so offene Regale. Ne? Aber da traue ich mich nicht. Also, das ist bei mir immer alles hermetisch abgeriegelt. Ja. So, aber ich habe mal gehört, Motten mögen das nicht, wenn das immer, wenn das wackelt. Also man soll Wolle immer zwischendurch mal schütteln oder so. Und wenn du einen Laden hast, ist es ja was anderes, ne? Also da kommt jeden Tag dann einer rein und grabbelt mal hier und grabbelt mal da, da erledigt sich das Ding dann von alleine. Aber wenn du das so hast, dann ist es nicht so cool. Ja. Was nebenbei mit deinem Lochmuster? Ach nein, das geht doch nicht. Das wusste ich doch. Das hat doch letzte Woche schon nicht funktioniert, wo ich dann nicht nur kraus rechts stricken konnte. So Multitasking bin ich nicht. Ich bin jetzt hier voll in meinem Element, Leute. Wir müssen eine Lösung finden. Es gibt auch Lebensmittelmotten. Ja, die habe ich nicht. Die Lebensmittel essen wir alleine. Ja, also von daher. Ich werde jetzt aber mal vielleicht irgendwie ein paar Mails schreiben. Irgendwann ist Corona ja vorbei. Dass man sich das.
vor Ort anguckt. Und dass wir dann mal gucken, wie wir das machen. Oh, ich habe da so voll Bock drauf, ne? Das Muster für heute. Ah, du bist später gekommen, ne? Ja, kraus rechts mit Löchern drin. Macht die Löcher, wie ihr wollt. Ich hätte vorgeschlagen, dass man zwei zusammenstrickt, zwei Maschen anschlägt, zwei Maschen überzogen. Die anderen wollen aber nur zusammenstricken und einen Umschlag machen. Und dann, ich habe so vorgeschlagen, immer fünf Maschen dazwischen und dann wieder ein Loch. Ja, ich weiß. Ich brauche Service. Ja, das ist eben so das Ding. Also das kann ich dann nicht mehr alleine machen. Also Rebecca kommt schon mal einen Tag die Woche, ne, Rebecca? Vibrator für die Wolle. Ja, Leute, das erfinden wir jetzt auch noch mal schnell nebenbei und lassen uns das patentieren. Wackelschränke, wo man morgens, wenn man reinkommt, einmal auf irgendeinen Knopf drückt und dann macht es und abends macht man das noch mal. Ja, Kuchenbank, ja, ich weiß. Aber gut, wir haben hier so im Umkreis so einige Hofcafés oder so. Ich denke mal, die könnte man schon anpieksen, dass die dann mal irgendwie so ein paar Kuchen dann rumbringen. Weil das schaffe ich alles nicht. Also ich habe dann ja auch schon so auch ganz viele Leute, die sagen, oh, Ram, ich back dir dann Kuchen. Ja, das ist ja nett, aber geht ja nicht, ne? Also das muss ja, ach, Tanja, super. Ach, guck mal, läuft. Läuft. Ja, wir sind dann ja eine Genossenschaft, Freunde. Dann hat jeder mal Arbeitseinsatz. Ja, Frau Heider-Biswolle, ich mach das. Diana, mach das mal. Aber der will ja mal nicht weg, sagst du. Ja, dann muss der muss auch mal den sauren Apfel beißen. Gott, Leute. Ja, also auf jeden Fall, ich bin am Ball. Also, also es dauert ja sowieso. Ich muss ja jetzt erstmal, es ist auch noch Corona-Mut hier, ne? So, also wer weiß, wann man sich das überhaupt angucken kann. Ich werde aber schon mal irgendwie die Leute anschreiben, dass man sich da die Räumlichkeiten mal anguckt und guckt, ob man nicht mal mit dem Preis reden kann, ne? Oh. Und wie viele Kraus-Rechts-Reihen zwischen den. Warte. 5. 5 Kraus-Rechts-Reihen, würde ich vorschlagen. Ja. Also, weil zum Beispiel das eine, das Fitnessstudio, das ist. Boah, wie groß war das? Waren das sogar über 300 Quadratmeter? Also, Leute, ja, nein. Wir müssen erstmal langsam anfangen, ne? Aber, also von daher, und das denke ich mal, kann man auch irgendwie abteilen, dass man sagt, nee, Leute, so viel brauche ich nicht. Also zum Beispiel bei dem anderen, wo die Fahrschule mit drin ist, die ja irgendwie dann raus muss, wenn wir da reingehen. Und das kann man auch abteilen. Also da stand sogar drin, dass man noch Raum abteilen kann, dass man halt nicht das Volle hat. Ne? Also man muss ja ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja. Aber ich bin wirklich ganz doll am Überlegen. Und eine Strahlen. Alle Leute, soll ich echt eine Genossenschaft machen? Wie geil ist das denn? Rebecca, kennst du dich mit Genossenschaften aus? Schreib mal kurz. Kennt Ben sich mit Genossenschaften aus? Schreib mal. Hallo Rebecca, bist du noch da? Bist du noch wach? Schreib mal. Genossenschaft. Warte. Genossenschaft. Finde ich gut. Ich komm. Du bist doch. Ja, so einen Scheiß habe ich nicht gemacht. Ich hatte Pferde. Ich habe doch nicht hier mit. Ach, sowas habe ich nicht gemacht mit hier. Das habe ich. Nein, 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 nein. Ich war ja die Pferdeanwältin. Und Handelsrecht war nicht so mein Favorite im Studium. Genau. Ja. Ben soll auch mal was machen. Was macht seine Projektbag? Ich warte. Ich warte auf den Prototypen und ich warte noch auf unseren Strickreisekutter. Ach ja. Ja. Also ihr seht, ich war nicht untätig. Ja, zwischendurch habe ich noch ein bisschen gefärbt. Ich bin eher die Ansprechpartnerin für AGs. Ja, da hast du ja gesagt, AG ist nicht so gut. Nee, AG ist klar. Ach, das, nee, das ist mir. Nein, nein, nein. Muss es für eine Putzfrau reichen? Ach ja. Also ich brauche jetzt erstmal jemanden, der mir beim Packen hilft, Freunde. Aber ich habe da schon jemanden. Ich muss nur mal gucken, ob das Baby schon groß genug ist. Ansonsten, ach, keine Ahnung. Dann wird die hier irgendwo zwischengestopft. Können die Kinder drauf aufpassen? Aufs Baby. Oh Gott, ey. Das Baby kann mit dem Hamster spielen. In der Zwischenzeit, wo Jane packt. Ja. Also das habe ich ja auch schon alles angekurbelt. Jane, wenn du zuguckst, ich weiß gar nicht, die hat bestimmt zu tun.
Ach Mann, eure Kommentare gehen zwischendurch immer weg. Da kann ich immer gar nicht so schnell gucken. Irgendwer hat geguckt, wie weit Ratzeburg, keine Ahnung, weiter konnte ich nicht lesen. Ja, warte. Wo und wie Ratzeburg liegt? Sind die Seen nicht zum Segeln geeignet? Ja, sind sie. Es sind auch viele da. Wobei ich eben halt sagen muss, Ratzeburg ist, naja, da war eine Frage, wie viele Kraus rein rechts zwischen den Loch rein. Hallo Mann, ich habe schon gesagt, 5 Kraus rechts rein. Ich habe aufgepasst. Guck mal, ne? Guck da. Da guckt da aber und passt auf. Aber Ratzeburg ist halt nicht so schön. Mölln ist, wie weit ist Mölln weg? 10 Kilometer? Wetti? 10 Kilometer? 15? 10? Irgendwie so? Mölln ist ganz süß. Mölln hat es auch mehr drauf mit dem Tourismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ratzeburg ist da nicht so dolle. Okay, stricke ich jetzt. Ja, Wettiman, genau, Wettiman, der pass auf. Richtig, richtig, richtig. Wir sind hier voll das Familienunternehmen. Ja, Heike, dein Mann unterstützt dich doch auch. Oder nicht? Ach, eigentlich sind unsere Männer doch ganz okay. Man könnte sie zwar manchmal vor die Tür stellen, aber im Großen und Ganzen sind sie ja doch ganz brauchbar. So. Ah, Freunde. Also, Rebecca, Arbeitsauftrag an dich, frag mal Ben. Oder ich muss mal googeln, wie das läuft mit der Genossenschaft. Ach Gott, wie witzig, ne? Oh. Ich lach mich tot, ey. Ja. Ach ja. Ja, 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 ja. Also ihr seht, es geht voran. Und dann könnt ihr alle herkommen und dann könnt ihr pilgern. Und dann können wir hier richtig, richtig einen drauf machen. Wenn ich die richtige Lokalität habe, dann kann man so richtig Workshops hier machen und Strick-Nights und Mitternachts-Shopping und sowas alles. Das geht bei mir zu Hause leider nicht. Da fallen wir alle übereinander. Ich habe ja auch schon so viel überlegt, aber es gibt kein zu. Oder wir müssen doch das Wohnzimmer erstmal ausräumen. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Familie damit spielt. Ratzeburg lohnt sich nur wegen der Wolle. Ja, Leute, ihr seid so gut. Ach, richtig. Doremi, ich bin auch Single. Ja, ach komm, dann. Ach, für dich kriegen wir auch noch einen. Mal gucken. Ja, also wir haben Großes vor, Leute. Wie witzig. Gibt es schon einen Wolleweg oder Straße? Ich muss mal mit dem Bürgermeister schnacken, ob wir hier nicht so einen Strick mit Kickweg machen könnten. Ja, Strickhotel, Leute, das ist richtig gut. Aber ich bin ja immer so am Überlegen, wird Wolle kulturell. Ja, irgendwann werden die, wenn ich irgendwann tot bin, dann stellen die mir hier, dann stellen die mir eine Büste auf. Irgendwann kann ich mich ins Goldene Stadtbuch eintragen, weil ich so viel für Ratzeburg tue. Ja. Ja, voll gut. Hallo Inselmädchen. Juhu. Ach, ja. Ja, ja, ja. Brigitte, du hast das meiste verpasst. Du musst dir die Wiederholung angucken. Kickhotel. Ja, 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 ja. Ja, Leute, es ist ja nicht so, dass ich nicht über sowas nachdenke, ein anderes Haus und dann hier. Aber der Mann und ich, wir haben beschlossen, Einfamilienhäuser sind nicht dafür ausgelegt, um, also selbst wenn man hier irgendwelche Wände rausracken würde, das funktioniert halt irgendwie nicht. Also die Grundflächen sind ja immer so ein bisschen ähnlich. Wir haben ja schon eher ein größeres Haus an Grundfläche. Aber ich finde, wenn man sowas macht mit Kaffee und hast du nicht gesehen, du musst halt im Laden eigentlich, bin ich der Meinung, so ebenerdig wie möglich das machen. Und dass eben auch das Klo dann schon mal unten ist und meinetwegen auch das Kaffee und so. Ich meine, ich weiß, es gibt Cafés, wo man auch hoch muss. Aber ich würde es, glaube ich, besser finden, das alles ebenerdig zu machen. Aber gut, vielleicht kann man das auch anders machen. Unten Wolle und oben dann Kaffee. Was dauert viel? Ach so, mit Umbauen, ja. Ja, ja, ja.
Ja, und das ist dann eben auch natürlich ein Kostenfaktor, ne? Wenn du auf einmal dann so viel Geld in die Hand nehmen musst. Wir sprachen ja schon mal drüber. Ich bin nicht so der risikofreudige Typ, der jetzt zur Bank geht und sagt: Hallo, Ibims, ich hätte jetzt gerne mal einen Kredit. Ach, ja. Also von daher wäre es gut, wenn man jetzt irgendwie was hätte an Räumlichkeit. Ja, ja. Und wo man eigentlich so relativ einfach einziehen könnte. Also wo es vom Licht stimmt, wo, ne, so. Gibt es vielleicht eine alte Schule? Nee, gibt es nicht, habe ich auch schon überlegt. Der Kindergarten hier nebenan von mir, der wollte eigentlich neu bauen. Das wäre auch prädestiniert, das Objekt. Das ist alles auf einer Ebene, Leute. Sogar draußen Terrasse dann, ne? Spielplätze ist auch schon für die lieben Kleinen. Aber die bauen jetzt wohl doch nicht mehr. Ja, privat und Laden muss getrennt. Ja. Hast ja recht. Ja, also drückt mal die Daumen, dass wir irgendwie vorankommen mit unserem Imperium. Das wäre doch witzig, ne? Ach, ja, und dann so ein Strickding. Ja, so eine Strickvilla. Alte Schulen benutzen wir hier als Schule. Ah, ich habe ja schon geguckt, ne? Ich habe schon geguckt. Jugendherberge, nee, haben sie gerade abgerissen. Hof mit Hofladen, ja, also es gibt hier im, also Leute, ja, habe ich auch geguckt. Hof mit Hofladen gibt es bei uns hier praktisch ein Dorf weiter. Allerdings sind die halt sehr öko. Und ich weiß nicht, da müsste ich dann Naturfarbe färben. Glaube ich. Sonst nehmen die mich nicht. Wenn ich hier schön mit Säurefarben färbe, ich glaube, das finden die nicht so gut. Ja, oh, ich bin schon so viel am Überlegen, aber es. Nee. Ne. Ruinen als Schule. Das habe ich auch schon gehört, dass es in Berlin noch schlimmer ist. Ihr habt sogar mehrere Klassen in einem Raum, so wie früher vor dem Krieg, habe ich gehört. Das ist auch irgendwie komisch. Naja, ey, da muss auch jeder immer nochmal das Rad wieder neu erfinden, ne? Meine, ey. Frontalunterricht ist gar nicht so gut. Nee. Oh, da könnte ich ja auch immer so ein bisschen im Kreis springen, ne? Was verkaufe ich dir? Ja, ich verkaufe. Weiß ich nicht. Oh, ich weiß nicht. Also, ich habe ja auch, also, wir sind ja hier, ich weiß nicht, sind wir. Westside oder was? Ich weiß gar nicht, wo wir hier in Ratzeburg located sind. Wetti, wo sind wir? Im Westen, Osten, Süden, Norden? Ich bin da immer so schlecht. Ein eigener Hof. Eigener Hof? Ja, da kann ich meine Schafe haben, ne? Ja. Alter Bahnhof, ja, hatten wir letztens schon. Der Bahnhof, der wird aber noch genutzt. Man sollte es nicht glauben, aber unser Bahnhof, der wird noch genutzt. Ja, es wird irgendwas kommen. Irgendwie was. Oh. Ja, obwohl die verkaufen noch nicht, die streiten sich noch mit der Stadt. Das ist nämlich am See, da wo die Ratten gelaufen sind, da ist so eine Villa, so ein Kapitänshaus. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich groß. Man denkt immer, ja, Villa, bla, aber das. Nein. Aber was würdet ihr denn? Lass den Wetti mal noch einen tollen Verkaufsstand. Boah, ja. Achso, ja, das ist auch schön. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt. Ach so, hier, was würdet ihr? Wollt ihr lieber. Hallo, wenn wir eine Genossenschaft sind, Freunde, müssen wir auch ein bisschen, ne? Wollt ihr lieber modern, stylisch, trendy, Betonstil, keine Ahnung? Oder wollt ihr altherrschaftlich sowas? Also Villa, Altherrstadthaus hier, Althaus. Was würdet ihr denn vorschlagen? Wonach soll ich denn mal gucken? Alt. Okay. Wer ist noch für alt? Der hebe bitte die Hand. Kann man hier winken? Alt oder modern? Oh, ich bin schon so am Überlegen, ne? Aber ich werde mal das, was zur Miete steht, mal, mir erstmal angucken. Gemütlich. Lieber altherrschaftlich auf jeden Fall. Na, romantisch kriegen wir auch mit alt hin. Passend zum alten Handwerk. Alt, okay, alles klar, alt. Alt und gemütlich. Chevy skandinavisch.
Ja, so eine Skandinavien. Da, nee, haben wir nicht. Skandinavenhäuschen kann ich nicht mit dienen. Oder ich muss irgendwie so ein Gewerbegrundstück kaufen und dann ziehen wir da irgendwie so ein Schloss auf. Ah Mann, wenn das mit dem Geld nicht wäre, ne? Mann, Leute, was könnte man nicht alles machen? Oder ihr kommt alle zum Arbeitseinsatz, dann ziehen wir das alleine hoch. Ist nicht irgendwer von euch Architekt oder so und irgendwie Maurer? Oh, der Star Wars-Fan und Lego-Bauer, meine Güte. Und dann romantisch und verspielt. Pass auf, mach mal ein Modell. Wir haben unser Kaffee in der Rev-Gruppe richtig eingerichtet. Ja, stimmt. Revelry-Gruppe, da haben wir schon dicke Ohrensessel und sowas alles. Kommt gerne in die Revelry-Gruppe. Ich kann dir nur Geschirr töpfern. Das ist doch aber auch schon mal was. Das ist doch auch schon mal was. Oh, Leute. Und dann kann man das selbstgetöpferte Geschirr, Freunde, kann man dann als im Merchandise-Shop erwerben. So, Everlein, wir müssen im Kontakt bleiben. Das Wollschloss. Oh, Leute, macht mich nicht fertig. Aber wir haben hier keine Schlösser an Ratzenburg. Ich bin Verkäuferin, habe eine Bäckerei. Sehr gut. Warst du die ohne Mann? Kannst du umziehen? Perfekt. Oh, Evalein, schick mir mal Fotos. Schick mir mal Fotos von deinem Geschirr. Mach mal. Was du so töpferst. Ich stehe ja so auf sowas, ne? Oh ja, ich stehe auf sowas. Woll, Schlosshotel. Oh, Leute, wir werden immer besser, ne? Das Problem ist das Geld. Wir müssen singen gehen. Oder? Iris, ich lach mich tot. Ey, wir machen das dann so. Dann machen wir so einen Jahresplan über 52 Wochen und dann kommt jeder eine Woche arbeiten und kann dann im Schlosshotel auch schlafen. Ich bin Erzieherin. Ja, für die Plagen, die da mitkommen. Nee, Kind und Mann. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Man kann auch gar nicht. Everlein, schreib mir. Schreib mir, wir machen das in Shop. Wir machen das in Shop. Schreib mir mal. Machen alle alles. Ja, richtig. Everlein, los. Schick mir Fotos. Und dann mache ich die in Shop rein. Ja, los. Los. Bis wann denn? Also, ach so, was ich euch noch sagen wollte: Am Freitag gibt es kein Video. Nur mal so nebenbei. Ich weiß, jetzt sagen alle: Oh. Nein, auf keinen Fall. Was nein, auf keinen Fall? Freitag, nein. Oh, Leute, ich bin so durch. Und die Kinder haben irgendwie praktisch die letzte Woche Ferien. Und die 5 Wochen, die hier waren, haben die mich eigentlich. Also haben wir 2 Wochen Homeschooling gehabt, wo alle irgendwie genervt waren, weil ich eigentlich arbeiten musste. Ja, und ich bin auch einfach wirklich durch mit dem Färben und alles. Also wir haben heute in unserem Meeting gemacht. Was? Keine Kinder betreuen? Hallo? Was habe ich? Wir haben heute in unserem Meeting das schon besprochen. Ach so, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich so, dass ihr so derbe bestellt, Leute. Ich habe gedacht, jetzt wird das Wetter warm, jetzt bestellen die. Ich habe noch zum Mann gesagt, oh, mal gucken, Wochenende wird bestimmt nicht so doll, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe auf jeden Fall schon die Rechnung ausgedruckt, dass ich morgen nur noch packen muss. Nee, kein Video am Freitag. Tut mir echt leid. Also wir haben heute gestreamt und nächste Woche geht es dann wieder los, aber ich bin so durch. Und aber nicht die Strick mit Kinder. Also Heike, sei mal ein bisschen flexibel. Und oh nee, ich bin echt zu so fertig. Und also ich mache die Bestellung fertig und schicke die auch raus, aber ich brauche echt mal eine, ich brauche echt, nee, ich brauche mal eine Woche nix. Also wobei nix ja auch nicht ist, ne? Aber ja. Nee, das war Uwe. Uwe hat im Ratzeburger Marktplatz was geschrieben. Darum hat mein Handy gepumpselt, da gepimpselt. Ach, ja, also gibt kein View. Aber warum komme ich da jetzt eigentlich drauf? Ach so, ich will mich nicht beschweren. Also alles gut, ne? Aber ja, also von daher. Ja, Leute, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Das ist gut. Ja, Urlaub. Ich habe nämlich mal so durchgerechnet. Ich habe jetzt die 56. Folge letzten Freitag gehabt. Und ich habe mal gerechnet, ich habe dreimal seit letztem Jahr nicht aufgenommen. Das war einmal Weihnachten, einmal war ich krank,
Einmal waren wir im Urlaub, da habe ich zwar kein Video aufgenommen, aber da habe ich Anleitung geschrieben und veröffentlicht. Also kann man sagen, habe ich 2 Wochen in einem Jahr Urlaub gehabt. Weil ich meine, es ist ja nicht nur das Video aufnehmen. Ne? Es ist ja auch nebenbei, also wie gesagt, habe ich halt Kinder, die mittags dann wieder zu Hause sind, die dann zum Ballett müssen, zum Schwimmen müssen, hierhin müssen, dahin müssen, Hausaufgaben müssen. So, dann habe ich halt die Vormittage eigentlich nur. Und da ist dann halt ein Tag Video, ein Tag alles einstellen, Shop und so weiter. Dann färben, dann packen, Rechnung schreiben, Buchhaltung machen, die ich echt vernachlässige. Da muss ich mich jetzt auch erst nochmal irgendwie ransetzen. Und dann eben auch noch stricken, um euch auch irgendwas zeigen zu können oder irgendwie zu gucken, ob ich irgendwas finde oder coole Bücher finde oder so, ne? Also es ist ja nicht nur die Stunde Video. Also von daher brauche ich jetzt echt mal irgendwie. Also ich merke, die Luft ist so ein bisschen raus, ne? Also alles gut. Es ist nicht so schlimm wie den einen Freitag, wo ihr mich gesehen habt, aber ja, ich glaube auch. Ach, mit Verwöhnen, ich weiß nicht. Das klappt hier manchmal nicht so gut. Ich muss in mein Wollhotel. Ach, da brauchen wir eine Massageecke. Und einen Pool. Ja. Das ist wohl richtig. Aber wir waren ja heute spazieren. Unsere Schwimmhalle. Es wird eine neue Schwimmhalle irgendwann gebaut. Aber das dauert uns noch zu lange, ne? Und dann die alte, weiß ich nicht, die muss dann scheinbar irgendwie weichen oder keine Ahnung. Und eine Bar. Ja, genau. Das brauchen wir auch. Richtig. Und da habe ich auch schon gesagt, dann nehme ich einfach die Schwimmhalle, die alte. Aber ich glaube, nein. Aber obwohl, da ist unten so ein riesen Café drin. Da ist jetzt aber die Tafel drin. Ach, es ist doch auch immer irgendwas, ne? Naja, also Freunde, wir verbleiben erstmal so. Ich halte mal die Ohren offen und die Augen. Und ich werde hier nochmal so ein bisschen Kontakte spielen lassen, ne? Hier vom Tisch und so. Ein Wollpool, ja, wo man in Wolle baden kann. Vom Tisch die Mädels und so, die sind ja eigentlich auch mal ganz gut vernetzt. Und da sind so ein paar Leute, 1000 Leute kennen. Bällebad. Mit Wollknäuel. Ja, richtig. Wer möchte das noch? Und dann, ja, werde ich mal gucken. Also, ich werde jetzt erstmal anleiern und gucken, ob ich mir diese Läden angucke, damit ihr schon mal irgendwie so einen Anlaufpunkt habt, ne? Dass man irgendwie eine Base hat, so. Und dann, ja, und dann werde ich aber auch gleichzeitig nochmal irgendwie nach sowas anderem Ausschau halten. Wolltherapie. Ich werde mich mal mit Krankenkassen in Verbindung setzen. Stricken, Leute, für Depressive und hast du nicht gesehen, soll das super sein. Guck mal. Wollkuh, dann kriegt ihr es auf Rezept. Dann kriegt ihr das Wollhotel auf Rezept, Leute. Ich bin ja wieder voll in Fahrt, ne? Ich habe Hunger, merke ich. Mein Blutzuckerspiegel spielt gerade verrückt. Aber. Ach, scheißegal, müssen wir der Krankenkasse doch nicht sagen, Rebecca. Wir sagen, das ist absolut wirkungsvoll. Die sollen mal bezahlen. Gott, Freunde, das wird ein Spaß. Ja, ich werde mal gucken. Reha. Ja, genau. Oh, gibt es da nicht irgendwelche Studien? Leute, guckt mal nach, ob es nicht irgendwelche Studien gibt. Aber dann brauchen wir wieder irgendwelche Influencer, irgendwelche, wie heißt das? Lobbyisten, die Politiker irgendwie so lange weichklopfen, bis sie das durchwinken. Spinner und Spinnerin. Nein, ist richtig. Also, ich habe mir auch ganz hart vorgenommen, wenn ich wirklich einen Laden mache, und da hätte ich ja, wie ihr merkt, so leicht Bock drauf, kommt auf jeden Fall eine Spinnabteilung mit rein. Auf jeden Fall. Weil ich das einfach cool finde. Bei der Ergotherapie wird Stricken einfach. Siehst du? Siehst du? Oh, Leute, ey, jetzt geht's los. Pass auf, jetzt mache ich einen Businessplan, ne? Und dann gehe ich zur Bank und sage, ich bräuchte mal. Keine Ahnung, 20.000 Euro, und dann sagen sie, nein, der Businessplan ist so gut, sie kriegen 1 Million ohne Zinsen. Wir wollen nur am Gewinn mit 0,5% beteiligt werden. Leute, ja, oh Gott, ey. Ja.
ihr seht, Großes bahnt sich an. Ach so, und ich habe keine Reihe gestrickt. Ich werde also versuchen, jetzt werden die Reihen ja auch immer länger, ne? Ich guck mal, wie viel ich nächste Woche schaffe. Und dann kann ich euch schon mal sagen, wir hatten ja heute, wie gesagt, Arbeitsmeeting, hier Strick mit Kick Meeting, Strickhotel, ja. Ein Schloss am Ratzeburger See. Di, 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 di. Ach, mit Arthrose geht das? Ich habe gedacht, mit Arthrose kann man nicht mehr. Oh, Leute, wir brauchen dringendst irgendwas am See. Aber da ist nichts. Ich habe auch schon überlegt, neben der echt? Ja, aber ja, den Patienten empfehlen es ja. Ja, gut, dass, wenn die das selbst bezahlen. Aber cooler wäre es ja, wenn die Krankenkasse das bezahlt, ne? Leute, wir müssen ja mal ein bisschen groß denken hier. neben der Cocktailbar, die übrigens direkt am See ist, da war auch noch immer eine Fahrschule drin. Ich frage mich, ob das die Fahrschule ist, die jetzt da hinten ist. Aber die Cocktailbar wäre natürlich super gelegen. Guck, dann hätten wir die Bar nämlich schon mal abgehakt. Check! Und Aileen, der hat das geschafft seines Lebens. Aber da sind nicht so große Fenster und so. Ja, ich muss mal gucken. Dann gibt es noch das Hubertus. Das ist direkt am See. Das ist aber eine Gaststätte so. Aber ich glaube, die sind da schon immer. Die bleiben da, glaube ich, auch. Ach, Cornelia, ja, kannst du die Wiederholung angucken. So, also Evalein, ich möchte dringend Fotos haben, nur damit du es weißt. Und aber ob man das durchkriegt als Kur irgendwie? Ja, aber ich brauche erstmal ein Objekt. Ich brauche ein Objekt und ich brauche Geld. Hallo, Elisabeth. Juhu. Ich brauche Geld. Ich muss singen gehen. Wisst ihr, wie wir unseren Abiball finanzieren wollten? Und wir haben ihn auch teilweise so finanziert. Wir sind Blutspenden gegangen. Gab es früher noch 50 Mark. Das waren noch Markzeiten, glaube ich, ne? War übrigens meine Idee, möchte ich nur mal sagen. Ich habe gesagt, Leute, wir können nie so günstig eine Party feiern, indem wir alle, ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt waren, ich glaube, wir waren über 100 Leute, die Abi gemacht haben. Und pass auf, ich stelle euch das ins Netz, was Evalein hat. Evalein, schick mir mal. So, und dann über 100 Leute, 50 Mark, und dann gab es noch ein Frühstück umsonst, ne? Und dann, überlegt man, das wären locker flockig 5.000 geworden. Und was war? Die Jungs haben gekniffen. Und wir haben. Und Sibylle ist abgeklappt. Mehrmals hintereinander. Und sie hat gesagt, sie wird nie wieder Blut spenden. Und boah, der ging so schlecht. Die hat so gekotzt und die hat alles mit. Da musste der Arzt kommen. Und sie, ich werde nie wieder Blut spenden. Ich sag, komm, alles für den Dackel, alles für den Club. Wir brauchen die 50 Mark. Ja, ich glaube auch, es gibt es nicht mehr, ne? Ja, ja, das war noch Zeit. Ein Frühstück und 50 Mark. Für die Geburtstagsfeier? Wer hat Geburtstag? Hast du Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch. Hast du Geburtstag? Schreib mal. Dann singen wir hier alle nochmal für dich. Ach so, aber ich bin schon wieder davon abgekommen, ne? Ach, Leute, ne? Also mit mir ist das auch nicht einfach. Also, wir hatten heute ja Teammeeting. Ich habe Geburtstag? Hä? Ach so, nein. Rebecca. Wir hatten ein Teammeeting und es wird Großes passieren in der Revelry-Gruppe, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Oh, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und da wird Großes passieren. Also wer noch nicht in der Revelry-Gruppe ist, so demnächst, so im nächsten Monat, wird es eine Neuerung geben. Nur mal so. Oh, so, Leute. Was? Ach, guck mal, Stündchen schon wieder rum. Ich habe keine Reihe gestrickt. Mein Gott. So kennt man mich. Und dann würde ich mal sagen, ich muss echt essen. Ich merke, ich werde total düsig im Hirn. Das geht nicht, ne? Ich kann ja hier nicht vor euch zusammenbrechen. Und außerdem muss es mal Cocktails geben. Der Mann, der guckt seit 2 Tagen sich Cocktailbücher an und es gibt keinen Cocktail. Sauerei, ne? Mann, 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 das läuft ja aber auch gar nicht so. Aber ich möchte nur noch mal sagen, ich finde meine 100% Merino hier, meine Ombre Schwarz, Ombre Grau, oh, die ist so schön. Die ist so weich wie eine Feder, also leicht wie eine Feder und weich wie ein Wölkchen.
Ich liebe das. Und ich hoffe, dass ich da ein Hemd draus bekomme. Mal gucken, wie lange ich hier durchhalte. Guck mal, ich habe hier voll den passenden Pulli an, ne? Voll im V-Muster. Ja. Ja, mit Apfel ist ja nichts. Ich trinke ja kein Alkohol, ne? Aber trotzdem, so ein bisschen Schmackofatz. Das könnte ich heute, glaube ich, mal vertragen. Ja, wir haben ja letztens unsere Cocktailbar unterstützt. Da haben wir nämlich, der liefert jetzt. Und dann gibt es wirklich so dumme Leute, ne? Also wir haben so eine Ratzeburg-Gruppe bei Fatzeburg. Ja, okay. Wo dann eben auch so die Unternehmen sind, die liefern und so. Und dann schreibt einer, also ob man wirklich nicht andere Sorgen hat, als sich Cocktails liefern zu lassen oder wie auch immer, wo ich denke, oh, du hast es aber auch noch nicht verstanden, ne? Naja, also wir haben schon Cocktails bestellt, waren auch super lecker, aber auf Dauer können wir das nicht machen, wir müssen ja das Imperium finanzieren. Heißt das dann Ratzeburg? Ja, heißt Ratzeburg. Richtig. So, Leute, also ich gehe jetzt was essen. Dann hoffe ich, das gibt einen Cocktail heute. Ein Cocktail. Und dann versuche ich noch eine Reihe zu stricken. Ich habe auch Socken auf der Nadel. Aber da musste ich ribbeln, weil mir das nicht gefallen hat. Also ein Teil musste ich ribbeln. Was habe ich noch auf den Nadeln? Den Stiefen, den stricke. Da stricke ich gerade den Körper. Rebecca, muss man halt wirklich Farbe 31 reinstricken? Meine Güte, ich habe das Gefühl, dass das ganz schön lang wird. Da muss doch dann unten auch noch diese komische Brioche-Dingsbumsbums ran. Naja, ich werde mal stricken. Wenn das da so drin steht, muss man das bestimmt so machen. Ne? Ja. Gehen wir mal wie so ein Schaf hinterher und sagen, ja. So. Gut, ihr Lieben. Also diesen Freitag sehen wir uns nicht. Wir sehen uns nächsten Freitag. Und wenn ihr irgendwie was habt, was uns bringt mit dem Imperium. Also hier auch Krankenkasse und so. Leute, wir müssen gucken. Das wird so. Ja, aber so ein Strickhotel, ne? Ja, was heißt denn hier Kaffee? Strickcafé. Hallo, Strickhotel. Oh, gibt's das überhaupt schon? Das machen wir. So, also wir sehen uns nächsten Freitag und wir sehen uns am Montag ja zum Stream. Also Corona wird ja noch weitergehen, denke ich mal, ne? Vermute ich mal. Wir warten mal, was Angie sagt jetzt übermorgen oder so. Und dann, auf jeden Fall werden wir am nächsten Montag streamen. Ne, dann kommt Teil 4 vom Muster, oh, was auch immer das dann wird, mal gucken. Und ja, habt bis dahin eine schöne Zeit, strickt schön, bleibt entspannt und dann bis demnächst. Tschüss!